Stethoskop am Rohr benutzen. Am Rohr benutzen? Welches ja. Rohr? Ja, lustigerweise hatte ich das tatsächlich so ein bisschen im Kopf. Beim Eingang des Rohrs, ja. Gleich neben der Tür, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber warum man da jetzt ein Stethoskop benutzen sollte? Ach so, an dem Rohr, nee. Ich habe an ganz ein anderes Rohr gedacht. Da schreit aber jemand ganz gewaltig und stöhnt irgendwas von Zug, Explosion und Vater. Und jetzt, Moment mal, das ist doch Nina. Das Rohr scheint zu dem Raum zu führen, in dem sie gefangen gehalten wird. Nina! Hey, wach auf, Nina! Mist, sie schläft tief und so rum funktioniert ein Stethoskop nicht, Max. So. Und jetzt? Ammoniak. Vielleicht wird dieser penetrante Gestank ja dafür sorgen, dass Nina aufwacht. In der Regenrinne oder was? Jetzt stinkt es hier unten ganz erbärmlich. Das bringt mich auch nicht weiter. Ventilator. Ist das Rätsel bescheuert? Ja. Vielleicht reicht der kleine Ventilator ja aus, das stinkende Ammoniak durch das Rohr in Ninas Gefängnis zu pusten. Ein Versuch wäre es wert. Ist das bescheuert. Naja, boah, gut. Was für ein Gestank. Verstößt das nicht gegen die Genfer Konvention? Nein, ich war froh, dass es dir gut geht. Ah, da ist der Eingang von dem Rohr. Direkt in Wer sonst? Zelle. Hast du jemand anderen erwartet? Ist trotzdem bescheuert. Ja, anders warst du ja nicht wach zu kriegen. Du schnarchst übrigens. Und du sprichst im Schlaf. Wenn du das irgendjemandem erzählst, bist du ein toter Mann. Keine Sorge. Jetzt müssen wir dich da erstmal rauskriegen. Gut, ich... Hast du einen Plan? Nee, nicht wirklich. Na dann, Mörder. Ich werde mich in der Zwischenzeit zurecht machen. Kann ja nicht sein, dass der edle Held die Prinzessin rettet und die sieht aus wie schon mal gegessen. Aber ist es nicht wunderschön, dass in dieser furchtbaren Situation, wo sie in einem russischen Krankenhaus, wo es offensichtlich keinerlei Hygienestandards gibt, gefangen ist in einem Raum mit einem Loch im Boden, wo sie, weiß nicht, Fäkalien oder so, weiß nicht, was das, wofür das benutzt wird. Und die schäkern so schön miteinander. Die ganze Szene, der ganze Dialog, die Situation, das ist furchtbar. Ja, und wie gesagt, deswegen meinte ich, es wird immer besser und besser. Im Sinne von schlechter. Ja. Genau, man kann jetzt nämlich... Charaktere wechseln. Ja. Crazy. Ja. Das ist ja wie in den 80ern. Das ist voll cool, oder? Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ist schon gut. Na gut, Nina kann bestimmt irgendwas durch die Röhre durch rauswerfen, damit Max dann irgendwas machen kann damit. Ja, schauen wir mal. Zum Beispiel den Lappen. Den Stuhl. Den Stuhl. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Aber du kannst das letzte Bein abbrechen. Nee, kannst du nicht. Stuhlbein. Da zeigt sich mal wieder, auf einem Bein kann man nicht stehen. Das Stuhlbein ist zwar nur aus Plastik, aber ich krieg's trotzdem nicht abgebrochen. Ach. Du schwache Frau. Dann nimm die, genau, den Napf. Der süßlich-faulige Geruch erinnert noch an das, was da mal drin war. Was auch immer das gewesen sein mag. Okay, eine Schüssel haben wir. Immerhin. Und auf dem Ding habe ich gelegen. Bleh. Hübsch. Meine Oma hat mit dem Häkeln solcher Deckchen ihren Lebensunterhalt verdient. Ich würde mir schon beim Versuch die Finger brechen. Okay. Lampe? Nein. Ah. Oh. Ich möchte nicht wissen, wer oder was da drin rumkrabbelt. Da fasse ich nicht rein. Das können wir doch, da können wir doch bestimmt irgendwas mitmachen. Naja. Kannst du Fenster, ist das Fenster ein Interaktionsdingens? Über dieses Rohr kann ich mit Max reden. Nee, na gut. Na gut. Die, oh, okay. Was ist das? Was ist denn da? Kleiner Stein. Okay. Okay. Ist wohl aus dem Mauerwerk rausgebrochen. Na gut, nehmen wir den kleinen Stein mal. Und das kann ich mir auch anschauen. Das Mauerwerk macht nicht den stabilsten Eindruck, aber da rauszukommen würde wahrscheinlich trotzdem Tage dauern. Dann wirf den kleinen Stein zu Max.
So, ja, das kann man natürlich machen. Nö. Aber vielleicht kann man den kleinen Stein... Nein, doch nicht. Oder... Oder wir gehen vielleicht, einfach. Ja, genau. Vielleicht ist gar nicht abgeschlossen. War auch nicht anders zu erwarten. Ja. Aber man kann es ja mal probieren. Eben. Ganz genau. Eben. So. Ja, dann ist sie jetzt nutzlos, oder wie? Kannst du das Stuhlbein mit dem Lappen abbrechen? So rum? Also so, weil ich nicht... Nee. Nee. Kann ich die Matratze mit dem Stein auf... Nein, kann ich auch nicht. Na gut, dann gehen wir wieder zu ihm, würde ich sagen. Mit ihr kann man jetzt, glaube ich, nichts weitermachen. Na gut. Mit ihm können wir ihr auch nichts hoch über das Rohr schicken, befürchte ich. Ja, wer weiß. Oh. Vielleicht mit dem Ventilator. Phenylcyclidin-Piper... Okay. Was macht eigentlich der kleine Kater da hinten die ganze Zeit? Der ist gefährlich nah an dem Ausstecker. Ja, der... Mein ja. Gott. So. Oh-oh. Er hat seine Pfote auf dem Ausstecker. Ach ja. Ja, ich weiß auch nicht, man kann gerade mit ihr nichts machen. Es ist Zeit. Okay. Das Gute an der Switch ist ja, dass wenn der jetzt den Strom ausmacht, ist deswegen nicht gleich das Spiel aus und das Savegame kaputt oder so. Das stimmt. Wir müssen doch wieder zurück zu Nina. Denn... Jetzt kommt's. Wir benutzen das da mit der scharfen Kante. Warum auch immer. Aha. Ich kann's über die scharfe Kante ziehen und schon ist die Arbeit eines Abends zerstört. Wenn das meine Oma sehen würde. Ach, jetzt haben wir ein Seil. Ganz so belastbar scheint der Faden nicht zu sein, wenn mir schon beim Knotenmachen ein Stück abreißt. Hä? Okay. Aber jetzt das können wir das doch da runterbombeln lassen. Ja, ganz genau. Da kann irgendwas ranhängen, was wir hochziehen können. Der Stein scheint unten angekommen zu sein. Jetzt kann ich zumindest kleinere Gegenstände mit Max austauschen. Mhm. I see. Und er holt jetzt das Gift. Mhm. Ach, nee. Die Spritze. Spritze? Ja. Das lasse ich mal lieber, sonst fasst Nina da aus Versehen noch rein. Aber die ist so dämlich. Ich habe mir gedacht, die Spritze mit Gift füllen und dann kann sie den Wärter rufen und kann sagen, Wärter! Und dann Spritze ins Auge. Aber das Messer kann ich anscheinend hochschicken. Aha, aha. Schauen wir mal, was wir noch alles hochschicken können. Aha, die Schere, die Zange. Unser Handy. Tatsächlich, nee. Nee, das ist wieder nur... Das Stethoskop. Das Handy ist aus. Was? Stethoskop. Nee. Nee. Na gut. Das habe ich schon versucht. Na gut, dann gehen wir wieder zurück zu Nina. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir das... Ja. So. Das Bein ist ab. Nun kann er wenigstens nicht mehr weglaufen. Es ist wirklich so schlimm, ey. Jetzt hebeln wir den Riss in der Wand auf. Nee. Naja, schade. Aber... Wir zerschneiden die Matratze. Ich hab doch gewusst, dass man die noch zerschneidet. Nimm dies, du Schrecken jedes Gesundheitsamtes. Und jetzt haben wir ein bisschen Schwamm. Okay, den Schwamm schicken wir jetzt runter und tunken ihn in Bewusstlosigkeitsflüssigkeit. Keine Ahnung, vielleicht, aber... Vielleicht, ja. Und auf dem Ding... Und dann kann Max den Satellitenschüssel rufen und betäuben. Die Zange wurde gerade grün kurz bei der Matratze. Ja, ja, nee, man kann sie... Ach so. Okay. Die Zange hat sie jetzt nicht gebraucht für irgendwas, bis oder? Nee, jetzt nicht. Kannst du die Zange an die Schnur binden? Nicht, dass das irgendwie Sinn machen würde, aber... Ich kann halt beides wieder runterschicken. Hm. Ich schick mal beides lieber wieder runter. Weil sie kann hier eh nicht raus.
Okay. Sie muss bestimmt noch irgendwie eine Maus anlocken. Wahrscheinlich. Und dann ein Handy draufkleben. So. Hä? What? Okay. Was machen wir denn da mit dem blöden Schwamm? Halt! Spritzenstock! Ich will mal den Teil der Spritze abmachen. Nadel und Aufsatz müssten dann leicht genug sein und als Geschoss für mein Blasrohr. Wenn ich jetzt aus Versehen in die Nadel fassen sollte, dann wäre dieses Abenteuer wohl ziemlich schnell beendet. Okay, und damit betäubst du jetzt den armen Wächter, oder wie? Wahrscheinlich. Aber was macht er mit dem Stück Schwamm? Was macht der Schwamm? Warte mal, jetzt gehe ich mal an die... Ne? Satellitenschüssel. Ganz genau. Weil er ist doch... Ist die immer noch kaputt, aber genau. Na? Hm. Das stehe ich nicht. Kannst du dich hinter dem Auto verstecken oder irgendwie so ein Blödsinn oder sowas? Nee, ich kann da, glaube ich, nicht. Nee, das kann man nur anschauen. Ein Automobile. Hm. Ah. Ah. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell jetzt wieder reingehen muss und ihn dann betäuben ja, muss. Ja, aber warum macht man dann überhaupt die Satellitenschüssel kaputt? Ja, das ist komisch. Ach ja. Ich hoffe, für die Zuschauer ist das auch irgendwie ein interessantes Spiel. Wenn ich nur nicht so müde wäre. Ja. Ich bin heute auch schon super früh aufgestanden. Die Satellitenschüssel bereits wieder richtig aber jetzt haben wir ein Blasrohr und pusten ihn weg. Von hier aus treffe ich den bestimmt. Ha! Und wenn ich näher rangehe, wird er mich wahrscheinlich bemerken. Du bist so ein Spaß. Entschuldigung, das soll man nicht sagen. Na gut, Was machen wir denn dann zur Hölle? Okay. So, Helden, schau, kannst du... Schüssel und kleinen Stein nehmen. Stuhlbein mit Abfluss... Upsala. Ja. Was? Mit Stuhlbein mit... Rammstuhl genau, mit okay. Mit Abfluss... Okay. Stuhlbein mit... Blasrohr... Skalpell mit Satellitenschüssel benutzen? Was? Haben wir doch schon versucht. Hat er gesagt, nö. Ja, ich bin aber da süß. Hatten wir das Blasrohr noch nicht, vielleicht deswegen. Ach, ja. Ist dumm. Ja. Ich hasse sowas. Wenn Sachen eigentlich gehen müssten, aber es ist noch nicht an der Zeit. Dann soll einem das Spiel wenigstens einen eindeutigen Hinweis geben. Ja. Und sowas sagen wie, ja, jetzt macht das noch keinen Sinn, wenn ich nur irgendwas hätte, mit dem ich aus der Entfernung attackieren könnte. Oder sowas in der Art. Ja. Weil sonst ist das echt doof. Weil dann hat man es schon mal probiert, ist abgehakt. Warum sollte man es nochmal versuchen? So. Der wird sich auch was denken, oder? Ja. Alle 2 Minuten ist da die Satellitenschüssel kaputt. Und jedes Mal die gleiche Animation. Da. Schnell! Wenn ich die Wache angreife, wird sie noch in der Lage sein, aus dem Raum zu laufen und Alarm zu schlagen. Das sollte ich nicht riskieren. Hä? Jetzt. Ach, hätte ich die gleich. Die Wache. Ah, jetzt musst du warten, bis er es repariert und dann gleich skalpellieren. Oh Gott. Ah. Warum kann man dann überhaupt die Satellitenschüssel antatschen, wenn das gar nichts bringt? Muss ich praktisch wieder zurücklaufen, damit er sich wieder hinsetzt, um dann wieder zurückzulaufen. Genau. Dämlich. Genau. Offenbar hat der Typ die Satellitenschüssel bereits wieder. Wir wissen. Nee, ich meine, mittlerweile hat er auch schon ein bisschen Übung drin. Wundert mich nicht, dass der das recht schnell kann jetzt.
das Gefühl, ihr bist nicht ganz bei der Sache. Doch, doch. Ja, ja. Der Sepoloni malt hier nebenbei. Stimmt überhaupt nicht. Aber es ist doch so spannend. Wie du 100-mal die Satellitenschüssel anklickst und nichts passiert. Ich sitze hier auf der Stuhlkante vor Spannung. Die Leute sollen arbeiten, nicht Fernsehen. Oh Gott, die Leute sollen arbeiten, nicht Fernsehen. Aber. Verdammt, hat sich die blöde Satellitenschüssel schon wieder verstellt. Dann gehen wir mal ganz langsam da raus. So. Aber jetzt. Was? Du musst deine Ergüsse auch den Zuschauern zeigen. So, jetzt neuer Bildschirm. Okay, ich bin gespannt. Nehmen wir zuerst mal den Keil. Den was? Den Keil. Keil. Ah, Bam. Und jetzt fällt die Tür zu. Was ist passiert? Und wir haben ihn jetzt gar nicht betäubt. Ich soll ihn schnellstens zum Schweigen bringen. Ah doch, jetzt gehen wir wieder raus, oder wie? Und Nee. Das geht ja hier durch die Tür. Wirklich? Das ist doch so ein kleines Ding. Ich denke mal, bei so einem stressigen Job könnte der Wache etwas Ruhe nicht schaden. Da-dum-dum-dum-dum. So, und tot. Was war denn das? Ich würde sagen, möglicherweise... hochinfektiöse Spritze ins Gesicht war das wahrscheinlich. Ah, oh, der arme Mensch. So. Eine schwere Sicherheitstür. Scheint nur von einer Seite aufzugehen. Da ist die Wache drin. Und das soll auch so bleiben. So. Ah, kommt man jetzt von hier direkt wieder raus? Verschlossen. Okay, nee. Entweder eine Live-Übertragung aus der Antarktis oder die Auswirkung der verstellten Satellitenschüssel. Eine Pinnwand mit unglaublich vielen kleinen Zetteln. Dienstanweisungen, nackte Frauen, Telefonnummern. Nichts, was mich jetzt irgendwie weiterbringen würde. Eine Reißzwecke nehme ich mal mit, aber die ganze Pinnwand muss ich nicht wirklich durch die Gegend schleppen. Eine Reißzwecke. Eine Reißzwecke. Oh, eine Schüssel. Ach so, ich habe kurz Schlüssel gelesen. Ja. Käsesuppe. Schlüssel wäre aufregend. Theoretisch sehr lecker, aber Theorie und Praxis klaffen oft sehr weit auseinander. Damit locke ich die Ratte an. Die Suppe ist so dünn, dass ich die Hälfte unterwegs verlieren und dann wohl den Rest meines Lebens nach Käse stinken Dann können würde. Wir ja die Matratze eintunken in die Käsesuppe. Der Schaumstoff saugt sich mit der Suppe voll. Gut. Können wir noch Betäubungsmittel draufkippen? Moment mal. What? Jetzt haben wir eine giftige Reißzwecke. Ich weiß nicht wofür, aber ich habe es schon mal gemacht. Warum nicht? Hey. Leider kann ich die jetzt nicht wieder mit dem Blasrohr da benutzen, aber gut. Gehen wir mal hoch. Warum braucht Nina eine Maus? Hier sitzt also die zweite Wache. Wäre ihr fast in die Arme gelaufen. Reißzwecke! Noch einen Schritt weiter und sie wird mich bemerken. Ich muss mir was einfallen lassen, um sie abzulenken. Reißzwecke in den Nacken! Oder mit dem Stuhlbein. Oder gleich, nimm mir einfach gleich das Skalpell. Ich habe echt keinen Bock mehr. Tja, schade. So viele potenziell tödliche Sachen zur Auswahl.
Nichts davon funktioniert. Okay, hinter der Tür ist wahrscheinlich die Nina versteckt, ne? Wahrscheinlich. Dann gehen wir jetzt halt wahrscheinlich raus und geben Nina den Käse und die vergiftete Reißzwecke. Dann kann sie eine Maus damit betäuben. Und dann leiten wir Phase 2 ein. Und dann kommt Phase 3. Nina ist befreit. Das ist ein guter Plan. Ja. Ah, ja. Bringen wir auf jeden Fall erstmal die Käsesuppe zu Nina. Ich weiß echt nicht, ob die Zwecke, ob wir die irgendwo da hätten hinlegen müssen. Ich weiß, was wir machen. Was für was benutzt man Reißzwecken? Um sie auf den Stuhl ganz zu legen. Ganz genau. Um sie auf Stühle zu legen. Nina muss irgendwas machen, damit der Kerl aufsteht und dann legen wir die vergiftete Reißzwecke auf seinen Stuhl. Ich glaube wirklich, dass das Ding jetzt ist. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Aber ich gehe jetzt erstmal zu Nina. Was wir mit ihr machen, ist jetzt die Frage. Das, So. Okay. Und da. Käse an der Schnur. Was auch immer da drin ist, wenn es durch den Geruch wirklich angelockt werden sollte, wird es sich seine Beute holen und wieder verschwinden. Wenig sinnvoll. Es sei denn, wir binden... Ich hab schon eine Idee. Ich nicht. Ich weiß schon, was sie noch braucht. Das Stuhlbein. Damit das nicht durch das Loch geht. Und dann hat sie eine Maus an der Leine. Was? Nee, ich hätte jetzt eher... das da gemacht. Funktionieren. Ganz genau. Ich verstehe. Da wäre ich wirklich überhaupt nicht drauf gekommen. Echt nicht? Nee. So. Wenn die Vorurteile stimmen, dass Mäuse und Ratten gerne Käse fressen, dann müsste dieses müffelnde Schaumstoffstück der perfekte Köder sein. Ich meine, perfekt wäre Käse eigentlich, aber gut. Das Speck. Nächstbeste. Die Großwildjagd kann beginnen. Ich meine, wenn die Gerüchte, ist ja egal. Tada! Sehr gut. Ging aber schnell. Nimmt sie jetzt eine Ratte in ihr Inventar. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da gefangen haben. Eine Ratte. Tatsächlich. Ich mag Ratten. Fast so sehr wie Wurzelbehandlungen und Beinamputationen. Ach, lass die Ratte in Ruhe. Das Tier, das in diese Falle läuft, darf nicht sonderlich groß sein. Und nicht sonderlich intelligent. Vielleicht mag sie ja wirklich Wurzelbehandlungen und Beinamputationen. Gibt's alles. So. Ich weiß schon. Die Ratte seilen wir jetzt runter. Nein, machen wir das wirklich? Ist die Ratte irgendwie jetzt tot oder so? Oder was machen wir? Die binden wir jetzt an einem kleinen Seil. Ja, seilen die ab. Und dann ganz langsam wird die abgeseilt. Ach, das ist toll. Okay, das kann nicht runter. Und dann? Das ist dämlich, wirklich. Also jetzt haben wir endgültig den Realismus über Bord geworfen. Naja, jetzt gehen wir wieder zurück, lassen die Ratte frei, dann steht er auf und dann legen wir die Reißzwecke dahin. Warum steht er denn überhaupt auf deswegen? Aber gut, es ist alles... Weil vorhin ich stelle mir das nur gerade vor, wie sie diese wilde Ratte quasi so nimmt und dann so ein Schleifchen rumwickelt und dann abseilt zu ihm und er nimmt sie raus und steckt sie in die Hosentasche und geht mit ihr jetzt durch das Krankenhaus. Das ist toll. Das Krankenhaus, in dem übrigens nur 2 Wachen und keine einzigen Patienten oder irgendwer anders ist. Ja. Fällt mir gerade so auf. Aber gut. Ja, es ist super. Nee, aber ganz am Anfang hat doch der eine Wachmann gesagt, dass der andere nicht schon wieder Ratten fangen soll, weil er das so gerne macht. So. Jetzt tu deinen Dienst, Rättchen. Lauf so schnell du kannst. Viel Glück und halt die Wache möglichst lange auf. Warte, du Mistvieh, dich krieg ich! Ist das so sein Hobby, oder wie? Rattenjagen. Anscheinend. Naja, dann... Ich lege die Reißzwecke mal unter das Sitzkissen, damit die Wache nicht misstrauisch wird. Mist, ist mir diese Ratte doch glatt entwischt. Aber warte, beim nächsten Mal kriege ich dich. Spivak, du bist auch so eine Ratte, aber dich kriege ich auch noch. Nichts mehr zu hören. Hoffentlich war die Dosis stark genug. Von diesem Nervengift. sie war wohl stark genug und tot ist er.
Viel hat er nicht dabei. Hey, das war's wohl schon. Das war wirklich alles. Na gut. Problem gelöst. Dann wissen wir, wie wir weiter verfahren. Wahrscheinlich. Ein sehr weirder Schlüssel, aber gut. Ja. Jetzt sind sie wieder vereint. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Danke für... Schon gut. Gern geschehen. War mir ein Vergnügen, werte Prinzessin. Und jetzt komm, wir müssen hier weg. Okay, ich hole nur noch schnell meine Sachen wieder. Hoffentlich haben sich die Typen noch nicht alles unter den Nagel gerissen. Vielen Dank euch beiden. Ich möchte mir lieber gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Musst du ja auch nicht. Wir lassen dich doch nicht irgendwo in der Pampa vergammeln. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jederzeit. Wenn es sein müsste, würde ich sogar... Könnt ihr eure Nettigkeiten vielleicht auch später verschieben? Wir sollten aufbrechen. Die Leute im Krankenhaus werden bestimmt bald dein Verschwinden bemerken. Ja, von mir aus. Obwohl... Was? Wir müssen hier doch ganz in der Nähe von der Stelle sein, an der mein Vater bei seinen früheren Expeditionen sein Lager aufgeschlagen hat, oder? Ja, stimmt schon, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Das Krankenhaus gehört zum russischen Militär. Und wenn die Alarm schlagen, wird es hier extrem ungemütlich. Wir sollten erstmal starten und unterwegs überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. Aber... Kein Aber. Das Risiko, hier überhaupt zu landen, war schon groß genug. Wir starten. Max, ich brauche deine Hilfe, um das Flugzeug startklar zu machen. Oleg hat recht. Wir müssen erst einmal weg. Dann können wir weitersehen. Los, hol deine Sachen aus dem Jeep und komm. Wo haben die den Jeep her? Wo haben die das Flugzeug her? Achtung, Achtung. Oh oh. Im benachbarten Militärkrankenhaus wurde Alarm ausgelöst. Eine Patientin, die als hochgradig gefährlich eingestuft wird, ist geflohen. Das Militär ist verständigt und einige Soldaten sind auf dem Weg hierher. Bis dahin hat keiner den Flugplatz zu verlassen. Erhöhte Alarmbereitschaft ist angeordnet. Es wird weder Start- noch Landeerlaubnis erteilt. Mist, die suchen mich schon. Was jetzt? Wir treffen uns in ein paar Stunden hier in der Nähe. Oh oh. Während der Durchsage hätten die fünfmal wegfliegen können. Ja. Aber die wollten halt hören, wie es ausgeht. Leider nicht. Kalinko ist noch immer verschwunden. Ich warte auf die guten Nachrichten. Naja, zumindest haben die anderen ihn auch noch nicht gefunden. Uns läuft die Zeit davon. Die Vorbereitungen für das Projekt sind fast abgeschlossen und alle warten, dass sie endlich das fehlende Puzzlestück beschaffen. Ich gebe mir ja alle Mühe. Was soll ich machen, wenn... Konzentrieren Sie sich auf seine Vergangenheit. Irgendjemand muss über Kalenkos Forschung Bescheid wissen. Und wenn er uns sein Geheimnis nicht selbst verraten kann, dann müssen es eben andere machen. Ja, das habe ich vorher gekritzelt. Dass ihr das auch noch seht. Hoffentlich sind Max und Oleg in Ordnung. Naja, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Werden schon irgendwie mit den Soldaten klarkommen. Und wie wir hier wieder wegkommen, darüber können wir uns nachher immer noch den Kopf zerbrechen. Währenddessen kann ich mich dann ja doch nach dem Lager umsehen, von dem aus mein Vater seine Expeditionen gestartet hat. Eine Nur, Kuh? Wo soll ich suchen? Ein Elch? Außer diesem Zelt habe ich in dieser Gegend kaum Anzeichen menschlicher Existenz gefunden. Hoffentlich kann man mir hier weiterhelfen. Das ist eher so ein Rentier oder sowas, das oder? Das ist ein sehr seltsames Tier. Es sieht aus wie so ein Rentierkalb oder irgendwie sowas. Klick mal drauf, was es wirklich ist. Ein Rentier tatsächlich. Ein schönes Tier. Wie schön es wohl erst als Bettvorleger wäre. Das relativ weiche Fell würde sich bestimmt... Gott. Ja, guck nicht so, sonst setze ich meine Überlegungen doch noch in die Tat um. Sie ist einfach ein Monster. Ja, warum sind so Videospiel-Leute... Das ist jedes Mal, so habe ich das Gefühl, in so Point-and-Click oder so generell, wenn man die anklicken kann, ist so, ah, ein schönes Tier, ich würde es gern essen. Oder töten, oder einfach töten. So. Einfach so, zum Spaß. So. Kann ich die Richtung? Okay, nee. Aber die Schaufel kann ich mitnehmen. Macht einen recht stabilen Eindruck. Offensichtlich, ich frage mich, was mit ihr ist. Ist sie da jetzt einfach stehen geblieben, während das Militär kam? Die anderen sind weggeflogen? Ja, ist sie mit dem Jeep weggefahren wahrscheinlich, oder? Und ist jetzt bei irgendeinem Rentierbauern. Ja, wer weiß. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aha. Ketchup. Können wir Ein Blut vortäuschen. Tütchen Tomatenketchup.
Mit etwas Glück könnten da sogar natürliche Zutaten drin sein. Und Pommes. Schade, dass die Zivilisation jetzt schon bis ins tiefste Russland vorgedrungen ist. Die sollen lieber weiter in der unzivilisierten Welt. Ja. So, erste Hilfe. Da wird wohl alles drin sein, was man zum Überleben braucht. Okay, machen wir den mal auf. Erste Hilfe? Wohl eher erste Hilfe für Alkoholiker. Eine Flasche Wodka, sonst nichts. Kein Verbandszeug, keine Schmerzmittel. Naja, zumindest keine außer dem Wodka. Wollte ich auch gerade sagen. Ein Tütchen. Okay. Gut. Das war's hier. Ein tödliches Tütchen Tomatenteufel. Aber man konnte. Bevor ich hier nicht irgendwas rausgefunden habe, was ein bisschen Licht in das Dunkel der Entführung meines Vaters bringt, werde ich hier nicht wegfahren. Die Tränke ist leer. Offenbar kümmert sich keiner so richtig um die Tiere. Ach, jetzt auf einmal, ja? Dann gib ihnen Wodka. Ja, genau. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt wirklich versucht. Nee, okay, es geht nicht. Ein Fass. Durch ein kleines Loch im Deckel kann man sehen, dass das Fass voller Wasser ist. Ich habe schon eine Idee. Nee, schade. Geht nicht. Hose. Na, da kann man leider nichts machen. Die Kiste kann man mit der Schaufel wahrscheinlich aufstemmen. Vermutlich für Vorräte. Zu groß, zu schwer, zu nutzlos. Dann werde ich mal wieder meinem Lieblingshobby nachgehen und Sachen zerstören. Ja, Leben Sachen zerstören und Leben ruinieren. Ja. Das ist unser Aufgabengebiet. Das ist alles, was ich und der Spaten von der Kiste übrig gelassen haben. Deswegen hau ich jetzt hier mal diese Kiste kaputt. Einfach so. Einfach so. Gut, jetzt haben wir Bretter. Und jetzt würde ich sagen, zünden wir einfach das Zelt von diesem armen Bauern an. Ein paar Holzbretter drauf, Wodka drüber anzünden. Weil, warum nicht? Eine weitere Existenz vernichtet. So. Nee, okay.